So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. So, in der letzten Folge, da haben wir jetzt hier diese Halle mit diesen Säulen hier gefunden. Ich frage mich halt, inwiefern ich das jetzt hier machen muss. Ich kann auch nicht wirklich was machen. Also irgendwie scheint es hier ein Rätsel zu geben. Und irgendwie kann ich die hier wegschieben. Okay, hier gibt es nur Munition drin. Hier kann ich dann so hoch. Und dann werde ich wahrscheinlich da hoch müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das kann ich auch wegschieben. Locker gibt es nicht hinter jedem Ding was Tolles. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass irgendwo hier auch gemeine Dinge stehen. Muss ich mir eventuell den Raum irgendwie. Muss ich den Raum begutachten? Ah, nee, Munition, okay. Aber Schrotflinte brauche ich nicht. Dann schieben wir mal das hier mal ein Stückchen wieder da rein, damit ich das hier rausschieben kann. Interessant. Die Gans. Hier haben wir die Gans drin. Ich muss erstmal herausfinden, wie das überhaupt funktioniert. Jetzt kommt hier locker irgendwas Ekliges. Hier geht's irgendwie weiter. Hallo? Hier ist nichts. Was ist denn für ein Fake? Vergiss es. Scheiße, wenn man nicht klettern kann, ne? Und das auch noch als eine Großkatze hier. War mir aber, um ehrlich zu sein, ziemlich klar. Schrotflintenmunition. Ich habe das immer noch voll. Okay, das Ding. Keine Ahnung, was das ist. Ah. Hier haben wir diese Kette. Versuch mal hier jetzt. Wie auch immer Lara es schafft, diese Teile zu bewegen. Es ist und bleibt mir ein Rätsel. Ist ja aber auch egal. So, hier geht's nochmal rein. Munition. Und das war's. Okay. So, dann. Das letzte Ding hier. Haha! Ich war schneller, ich war schneller, ich war schneller, ich war schneller. Schlecht, 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 schlecht. Tot, du bist tot. Und hier haben wir einmal die Feder. Jetzt fragt sich, was müssen wir machen? Vielmehr frage ich mich, wie komme ich nach da oben? Das sieht auch ziemlich interessant aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gut. Ich bin jetzt mal ganz kackend dreist und schieb das da zurück. Na, ohne mich einzusperren, bitte. Danke. Da, sieh zu, lass es drin. Den Rest lasse ich mal so stehen, weil die Biene mich, glaube ich, jetzt gerade nicht. Ah, den hier könnte ich noch. Ah ne, oh, ich brauche den glaube ich sowieso noch, ne? Oh, da war doch was drin. Dann schiebe ich den so zur Seite weg. Passt schon. Ah, ich glaube, ich weiß es. Einen Augenblick. Hier dieser Ring. Und dann dazu die Abbildung. War der Ring hier? Hier war der Ring, ne? Ja.
Und dazu dieser Typ, der irgendwas serviert. Ein Typ, der da, eins weiter da. So, das hier muss dahin. Genau. Jetzt die Gans. Die Gans, die war hier. Nee, war sie nicht. Hier ist dieses Schwertdings. Der serviert da irgendwie zwei Teile. Das Schwertdings da, zwei Teile. Zwei Teile, zwei Teile. Hier sind die zwei Teile. Und jetzt rüber damit. Nee, nee, nee. Noch eins. Nee. So. Dann einmal hier. Was war hier drin? Hier war kein Zeichen. Okay. Dann muss aber hier doch eins noch gewesen sein. Genau, die Feder war der mit dem Krug. So, die Feder. Feder. Krug ist richtig. Jetzt nur noch die Gans. Die Gans war jetzt entweder hier oder da ganz außen. Nee, das war dann die hier vorne. Da war noch Munition. Ich habe mich ganz kurz erschrocken, weil ich nicht ich vergessen habe, was das ist. Der Topf und so ein Schlüssel, so ein Schwert, keine Ahnung. Irgendwie so etwas. Also einmal hier rum. Ist das jetzt noch nicht richtig? Geht doch. Ich möchte immer noch nach da oben. Ach, da komme ich auch nach oben. Warte, ich habe schon gefunden. So. Hab schon herausgefunden, wie das geht. Ah, okay. Das war nichts zum Festhalten. Lara hat mich verarscht. Ja, dann machen wir das jetzt so. Und dann springe ich jetzt hier mal Schmackes mit Schmackes rüber. Da ist nix. So, eins nach oben. Ein Augenblick, kann ich nicht. Genau, und dann. Tada! Genau. Et voilà. Ein Medipack und was richtig cool ist, eine Katze. Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten Wachsender im antiken Ägypten Wachsender Beliebtheit erfreut. Ach, wachsender, oh Gott. Ich habe es, egal. Nochmal von vorne. Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten als wachsende Beliebtheit erfreut, wurde häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft, die diese zu Ehren der Göttin opferten. Mumifizierte Katze. Ich dachte, das ist im Sinne von wach und dann senden. So, wach, send. Well. I fucked up totally. Oh, Ägypten, der Tempel von Camon. Camun. 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 Ja, wie dem auch sei. Kills. Oh, wir sind schon 24 Mal verreckt. Wir haben drei von drei Artefakten gefunden und eine von einer Reliquien. Gemeisterte Spielzeit? Nein. Outfits, Reliquien. Okay, möchtest du den Fortschritt speichern? Ja, ich mache jedes Mal neun. Ach, ich kann nur 12. Okay. Dann machen wir Nummer 1 weg. So, dann würde ich aber noch sagen, wir spielen noch ein bisschen weiter für die Folge. Das ist unter anderem das Obel. Der Obelisk, glaube ich, stand da, ne? Anubis, sehe ich das richtig? Und dieser Käfer, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ah, da ist ein Medipack, das will ich haben. So, hier haben wir einen Schalter, den lege ich gleich um. Ich gucke mich nur kurz um.
Hier geht's tief runter. Das sieht nicht so toll aus. Okay, wir machen mal erstmal hier das Auge auf. Ja, ich entschuldige mich nochmal für meine nicht vorhandenen Deutschkenntnisse. Das Auge. Auge des Horus. Kontrollpunkt. Ah, ich sehe es kommen. Das werden Mumien oder Mumien sein. Mumien, Mumien, Mumien. Unendlich viele. Ich kann jetzt runtergehen und da anfangen, irgendwas zu machen. Ich kann es aber auch sein lassen und einfach aufhören. Ups. Was haben wir hier? Einmal so ein. Okay, da komme ich glaube ich noch nicht rein, sonst wäre das glaube ich nicht zu. Okay. Ja. Der erste Eingang, der hier direkt einem ins Auge fällt, ist halt. Da ist ein Schalter drin. Auf jeden Fall, den brauchen wir dann wahrscheinlich auch noch. Aber ich gehe erstmal hier zu dem Schlüssel. Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Das ist so ein schlechter Witz jetzt, oder? Ey, das darf doch nicht euer Ernst sein. Oh. Ahaha. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, das war. Ich hab mich durchgebuggt. Das hätte ich eigentlich nicht überleben dürfen. Hier ist nix. Hier ist alles zerstört. Bevor ich jetzt hier auch noch. Ach so. Ach so sieht das also aus. Ja, war ja klar, dass hier hinten wieder Schrotflintenmuni liegt, die ich nicht brauche. Ach, so komme ich nach oben. Dankeschön. Das war jetzt eigentlich nur Zufall, dass ich da dran gesprungen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zack. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Plattform einfahren. Deswegen werde ich an dieser Stelle. Ne, obwohl. Sind das 13 Minuten? Ich mache noch keinen Cut. Ja, war ja irgendwie klar, ne? Einen Augenblick, wie. Hä? Wie kommt man denn. Ich komme doch da nicht rüber. Kannst du mir doch erzählen, was du willst? Die stirbt doch, wenn ich da jetzt rüberspringe. Einen Augenblick. Was haben wir hier? Nee. Nee, 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 das ist dumm. Kommt doch. Ich kann doch hier nicht rüberspringen. Ich könnte theoretisch. Das würde auch nicht aufgehen. Das passt doch nicht. Das passt doch nie im Leben, dass ich da jetzt rüberspringe. Jetzt mal ganz ehrlich. Nee, jetzt ehrlich, das passt doch nicht. Das passt auch nicht. Ja, komm. Oh mein Gott, das hat doch gepasst. Ich habe mich jetzt schon darauf eingestellt, dass ich jetzt eigentlich sterbe. Da ist ein Schalter auf jeden Fall, da muss ich wahrscheinlich hin.
Hier komme ich erstmal nicht weiter. Ich muss erstmal darüber und zusehen, dass ich hier erstmal nach oben krabbel. Oh. Oh, shit. Ich habe mir wehgetan. Oh mein Gott, wie zur Hölle? Soll ich den... Was ist das denn für eine unfaire Scheiße, Alter? Schießt den auch was durch oder ist das eher so... Nee. Kontrollpunkt, so. Das schießt jetzt erstmal nur hier, ne? Gut. Unter mir war doch ein Schalter, oder habe ich das übersehen? Unter mir ist definitiv ein Schalter. Kann ich, wenn ich... Da. Da ist doch ein Schalter. Hier, den habe ich doch gesehen. Hätte ich ja sowieso gebraucht irgendwie, ne? Hätte ich ihn jetzt nicht gemacht, hätte ich wieder zurückgemusst. Das wäre auch ärgerlich gewesen. Stellt sich die Frage, schaffe ich es hier rüber zu springen? Oh Gott sei Dank, es funktioniert. Okay, so. Wollte gerade sagen, weh, du springst mir jetzt ins Verderben. So, hier schießt jetzt aber nichts durch, ne? Nee, okay, gut. So, den Kontrollpunkt, den habe ich jetzt erstmal und das geht es jetzt hier weiter. So, zack. Ah, ich muss da sowieso lang krabbeln. Und daher, jetzt muss ich erstmal kurz hoch oben, um zu gucken, wo lang ich muss. Hier, da oben hat sich irgendwie eine Stange aufgemacht. Oder so. Jetzt muss ich, glaube ich, auf die andere Seite so runter. Ja. Um jetzt hier hoch zu krabbeln. Und dann nicht nach da, sondern hier. Und so. Und dann... Oh, das ist nur auf... Okay, das ist nur begrenzt. Jetzt frage ich mich gerade, wie komme ich jetzt da... Oh. Ach, ich kann mich ja fallen lassen, warte mal. Das klingt total bescheuert. Aber ich mache einfach den hier und dann krabbel ich hier rum. Das Ding mache ich gleich nochmal hoch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das generell sowieso nicht geschafft hätte. Also... Ich weiß ja, dass da unten irgendwie was ist und das hole ich mir auf alle Fälle. Och, nö, das ist doch so bescheuert, ey. Das war dumm. Tschüss, Lehrer. Arrivederci. Komm, da muss ich mich jetzt aber auch beeilen, ne? Wenn ich jetzt hier das hier unten mache. Boah, das war knapp. Wenn ich jetzt den Hebel hier umschalte, dann muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Wobei ich tatsächlich glaube, dass ich das nicht hinkriege. So, komm. Ja, wenn die Sequenz nicht so lange dauern würde, ne? So, dann hauen wir mal rein. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wenn Lara sich jetzt hier nicht ganz so dusselig anstellen würde, würde das, glaube ich, sogar noch ein bisschen schneller gehen. Danke.
Okay, go, 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 Lara. Guck mal, ich springe jetzt hier mal rüber, ne? Kontrollpunkt, gut. Denn das wollte ich auch erzielen. In der Hoffnung, dass wenn ich jetzt nochmal da runter gehe... Aber guck mal, es geht eigentlich ganz fix. So, guck mal, wenn ich mich jetzt da so fallen lasse, komme ich da doch easy rüber. Okay, doch nicht. Well. Ich will das Dings haben. Ich will's haben, wirklich. Hallo, halt dich doch fest, Mann. Ich will das auf alle Fälle haben. Gut. Mache ich noch in dieser Folge dann eben. Ja, das da brauche ich auf alle Fälle. Ich komme da sonst anders nicht rüber. So, da kann ich... Guck mal, da kann ich so machen. So. Oh Gott! So, go, 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 go. Ach ja, ist ja gut. Muss jetzt reinhauen. So, go. Okay, Lara, 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 go. Okay. Das ist jetzt muy important. Nein! Komm, komm. Okay, go, 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 go. Fuck. Ich glaube, ich habe abgefuckt. Nee, doch nicht. Okay, gut, 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 gut. Yes! Fertig. Geil! Hingekriegt. Oh, gut. Oh, ich fühle mich gut. Darf ich das wohl jetzt... Ah, guck mal hier. Dass ich zurück kann, ist ja voll nett hier. Hör mal. Voll gut. Oh Gott, ich dachte ganz kurz, ich fall runter. Oh, huhuhu. Kontrollpunkt. Gut. Dann bedanke ich mich einmal bei euch fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider Anniversary wieder. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.